Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 969. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erst einmal 80 Millionen Fisch, nehmen die einmal mit, können aufs Kreuz gehen. Haben wir mehrere neue Angebote. Klicken die einmal durch, aber es gibt nichts. Da haben wir ein Event und zwar ein neues saisonales Event. Natürlich heute eine neue Season begonnen. Nice. Schon fast vergessen. Geil. Geil, geil, geil. Das heißt auch, wir werden uns, ich muss das mal kurz für euch leise machen, sonst hört ihr den Sound nochmal. Wir werden uns heute wahrscheinlich auch wieder den Kollegen holen, den Pass. Oh, warte, 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 wenn ich ohne Zahn gerade... Aber nein, es wird doch nichts, es wird doch nichts, oder? Es wird doch nichts. Einmal Augen zu, einmal im Glücksrad drehen und... Dreht's oder dreht's nicht? Ich weiß nicht, ich hab die Augen zu. Ich glaube schon. Jetzt? Fertig? Ich hab nicht gedreht, okay. Dreh ich jetzt. Oh, nee, oder? Oder, oder, oder? Bleib stehen, nein! Warum? Das ist so traurig. Nein. Na gut, dann müssen wir halt den mitnehmen. Ja. Hangar. Abfahrt. Oh Mann, ey, das ist doch traurig, ey. Hast du eine Suche für uns relevant? Nö, hast du nicht. Na, dann gehst du wieder los. Dann kannst du wieder auf eine Reise gehen. Probieren wir es nochmal. Ein schönes Prämie-Paket, da sag ich nicht nein. Ich würde es gerne, gerne nehmen. Also wirklich gerne. Aber müssen wir mal gucken. Das war falsch. Immer raus. Dann 1, 2, 3. So, Hangar, let's go. Dann haben wir noch ein Ei zum Ausbrüten. Das machen wir auch noch. So, wir bekommen hier nochmal einen Kollegen. Den können wir natürlich auch wieder fertig machen. So, nee. Und ab in den Hangar mit dir. Wunderbar. Dann gehen wir hier rüber. Haben ohne Zahn losgeschickt. Hier ist nichts. Wunderbar. Du kannst einmal wieder los. Machen wir es so. 3200 Eisen geht. Dann können wir den Kollegen losschicken. Können den... Hallo? Jetzt leckt es nicht mehr. Okay, können dich losschicken. Du kannst wieder gefüttert werden. Nee, kannst du nicht. Okay, bist ja 140. Dann nee. Du kannst los. Du kannst los. Du wirst gefüttert. Und zwar komplett durch. So, der Kollege, der Kollege, der Kollege, der Kollege, der Kollege. Fertig gefüttert? Nee. Geht nicht. Können wir uns nicht leisten. Hier können wir nochmal füttern. Nee, können wir nicht. Können wir jetzt nochmal füttern? Ja, einmal geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Dann kann man das einmal einsammeln. Und dann kannst du nicht neu los. Jetzt noch nicht. Okay. Wunderbar. Gehen wir hier rüber. Haben wir einmal Holz. Der kann los. Dann haben wir hier unsere 4-Jahres-Zeitstartung. Kriegen nochmal 600 Millionen Holz. Dann hier nochmal ein Markenpaket. Dann hat mir auch ein Vögelchen gezwitschert, dass wir diese Season Baby-Springer drinne haben, was ich glaube. Und wenn das so ist, dann könnt ihr euch Baby-Springer schnappen. Also holen halt, ne? Und das wäre natürlich geil, weil Baby-Springer, wer würde Baby-Springer nicht nehmen, ne? Deswegen könnt ihr ja mal gucken, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt oder nie, weil ich habe selber noch nicht geguckt. Wir werden es ja gleich sehen. Aber Babyspringer wäre natürlich schon schön. Also wir haben schon, glaube ich, auf dem Account müssen wir haben. Ich habe so viele Accounts, ich habe auf manchen Accounts, auf manchen habe ich nicht. Ich weiß nur, dass jugendlicher Springer auf den meisten Accounts bisher immer eine Hürde war und ich den dort meistens nie bekommen habe. Aber gut. Schauen wir mal. Jetzt können wir erst einmal den Kollegen wieder losschicken. Füttern, füttern, füttern. Und dann kannst du wieder fahren. Also zwischen, let's go. So, ihr nicht. Du kannst einmal wieder weiter und gratis los. Der Kollege kann auch einmal wieder gesammelt werden, kann wieder los. Dann haben wir hier unsere vier. Da können wir füttern, füttern, füttern. Dann kannst du los. Dann können wir hier füttern, 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 füttern. So, gehst du auch los. Jetzt habe ich bestimmt schon... Oh, nee. Oh, nee. Das Füttern, das kann man doch nicht machen. Meine Güte. Gratis Paket. Wobei, haben wir hier noch Fisch? Ja, 80 Millionen reicht aus. 80 Millionen. So. Gefüttert, gehst ins Training. Gefüttert, gefüttert nicht nochmal, nee. Okay. Du kannst erstmal los. Zischte ab. Der Kollege kann noch los. Okay. Du kannst noch los. Wunderbar. Dann können wir hier noch einmal den nächsten Kollegen losschicken. Einmal sammeln und Abfahrt. So, damit haben wir jetzt noch unsere Reiter. Dann haben wir Eret, Sohn von Eret. Der kann erstmal wieder los. Dann haben wir noch die Gratis-Pakete. Da können wir einmal hier sammeln. Let's go. Nehmen wir das auch noch mit. Kriegen wir nochmal ein paar Odinsmarken. Kommen sogar auf 490 Odinsmarken, was auf jeden Fall auch nicht ganz schlecht ist. Und Stromschneidsgrill Knochenräuber. Dann hier ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und nochmal ein paar Runen.
Wunderbar. Öffnen wir gleich das zweite hinterher. Let's go. So, da haben wir das zweite Kratos-Paket. Nehmen wir es einmal mit. Bekommen dann hier noch einmal Funkhöchste, Sturmschreck, Kronkel. Haben dann nochmal ein paar Runen, einen tödlichen Nadder und ein bisschen Fisch und Holz. So, du kannst freigelassen werden. Wenn ich das Freilassen drücke mal. Dann können wir uns auf die Reisedrachen wieder losschicken. Da gehst du einmal gratis los. Dann kannst du einmal am Glücksrad, also hier können wir einmal am Glücksrad drehen. Und wir bekommen das Gradpaket. Ja, sehr schön. Das nehmen wir da mit. Da haben wir doch nichts dagegen. Das nehmen wir da gerne mit. So, einmal öffnen. Und es gibt... sogar einen Exklusiven. Und zwar Gradnader. Ja, das ist nicht schlecht. Den haben wir nämlich schon. Den können wir auf jeden Fall aufsteigen lassen, sobald es wieder mal ist. Da sage ich doch nichts dagegen. Training könnten wir dich auch dann mal kurz reinhauen, damit du mehr Schuppen bringst. Jetzt können wir erstmal hierher gehen. 1, 2, 3, genau, 4, 5, ja, ja, irgendwie so. Dann ist der schon mal on the way to go. Baby Odin Zahn hat da Berg erreicht. Hol ihn dir vor allen anderen in der Langlebe-Berg-Season. Ja. Achso, extra Akademie. Ich dachte schon, den haben sie jetzt rausgenommen und mir angezeigt. Na gut, den werden wir uns ja gleich wiederholen. Schicken wir erstmal hier die Reisedrachen noch los. Dann geht's zur Season. So, einmal du, dann ganz einmal du wieder los. Und den Kollegen können wir auch noch losschicken. Und zwar gehen wir auf das, weiter, da und gratis. So, die gehen wir in den Season Pass rein, würde ich sagen. Let's go. Da ist er. Wir bekommen erstmal nochmal 90 Bernstein, ist in Ordnung. Dann haben wir hier die neue Season. Wir sehen schon eine Statue von Odinzahn. Nee, denke ich nicht, weil Odinzahn Baby ist ja jetzt erst da. Guck mal, kann ich mal mit der Season loslegen. Wir bekommen einmal tägliche Sachen hier schon mal, können die schon mal einsammeln. Guck mal, haben wir ohne mal und Odinzahn da. Langlebe Berg Season ist jetzt am Start. Wir sammeln das ein, bekommen erstmal damit das 6 Stück, ne? Dann haben wir hier nochmal das. Und wir haben auch ohne Zahn auf Erkundung, verteidige Bergkatapult können wir machen, Tagschatten, das ist ein bisschen blöd, was ich gemacht habe, egal. Hier haben wir sogar schon fast fertig, geil. Verdienen 6 Schlüssel, schaffen wir auf jeden Fall. Okay, und dann haben wir hier noch ohne Zahn auf Erkundung, ohne Zahn auf Erkundung. Fahrtreise, Runen, 3 Dekorationen, easy. Verstärker für legendäre Drachen. Kostet viel Ruhe, aber können wir heute klar machen. 10 Drachen aufsteigen lassen, Verteidigerberg 20 Mal. Schaffen wir, denke ich mal, alles. Sehe ich kein Problem. Ihr, ne, du kannst jetzt, ja, dann gehst du halt gleich wieder. Tschüss. Tschüssli, Müsli. 10 soll ich aufsteigen lassen, haben sie gesagt, ne? Sind wir jetzt schon mal bei 3. Habe ich überhaupt so viel Ruhen? Also Ruhen ja, aber Drachen? 5 oder so? Keine Ahnung. Nee, kannst du knicken, den, ne? Na gut, da schaffen wir es jetzt noch, ne? Wir müssen uns ein bisschen gedulden. Den ja, ja, aber nee, mach mal, nee, wir lassen keinen Premi frei. Können sie zweimal traden. Let's go. Gehen wir hier rein. 1, 2, let's go. Wir bekommen einmal... Wie geil. Wie geil. Wir bekommen das Schwarz-Weiß-Paket. Und nochmal 1000 Bernstein oben drauf. Aber Schwarz-Weiß-Paket richtig, richtig geil, weil das lassen wir gleich drinnen. Das können wir dann kleiner mitnehmen. Dann hatten wir noch was. Und zwar genau die Verstärker der legendären Drachen. Den Verstärker hier können wir nehmen. Das ist schon mal wegen Trainingsauftrieb, das ist ganz gut. Der Kollege hier, 300 Runen ist ein bisschen teuer. Und dann können wir lieber hier für 125 nochmal nehmen. Und hier unten auch nochmal für 125. Haben wir nochmal ein bisschen mehr Holz und Fisch. Und da haben wir schon die Aufgabe fertig mit 3 Verstärkern. Und das ist sogar schon die Aufgabe hier gewesen. Wunderbar. Können wir das einsammeln? 200 Season-Währung. Also das Season Points, so rum. Dann kriegt man hier jetzt so erstmal nichts so schnell fertig. Okay. Dann gehen wir in die Belohnungen, können uns hier schon einmal die ersten 4 prinzipiell einsammeln, wir lassen sie aber noch kurz, wir gehen nur mal kurz durch. Wir haben halt wieder diese Tröten-Dinger, ja, also beziehungsweise sind irgendwelche Kelche halt oder was weiß ich, es ist oh, ziemlich wurscht. Mächtig-Paket ist wieder dabei, Aussichtsstatue, achso stimmt, was war das für eine Statue hier vorne? Dings Marktplatz, aha. Genau, hier hat man einen zweiten, genau, dann haben wir 4 Season-Währungen, prinzipiell gleicher Aufbau wie immer. Meine ich gerade noch ein grünes Paket? Hä? Also, wir, diesen Geschenkpaket logisch, aber hatten wir nicht gerade noch. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich einfach blind. Okay. Ja, diesen Geschenkpaket gucken wir uns gleich mal an. Genau. Seasonmarkt. Wir haben erstmal Himmelsteufel drin, richtig geil. Sirenade haben wir drin. Dann haben wir Schockklaue drin. Bolz und Flitzer ist auch dabei.
Sonnenbader ist dabei, Todbringer und Hakenzahns geheime Welt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hakenzahns geheime Weltkostüm. Richtig geil, sollten wir uns holen. Und Jubiläumstagschatten sollten wir uns auch holen. Dann können wir ja aber gar keine süßen Geschenkpakete diesmal öffnen. Wäre ohne so schlimm, aber hey, wie geil. Also gerade Onizans geheime Weltkostüm kostet normalerweise 10.000 Runen und das hier kostet 12.000 Runen, das holen wir uns auf jeden Fall. Goldschatz kann man dann immer noch im Nachhinein, müssen wir mal gucken. Aber richtig, richtig geil. Dann muss ich euch noch kurz vorlesen und zwar wurde das bei uns in... auf meinem Discord in Events und Season, genau, da haben wir nämlich noch Garfield York für Drachenreiter exklusiv mit drin. Der wäre dann irgendwo hier. Den können wir aber uns natürlich nicht holen, weil den haben wir schon. Und hier vorne ist Baby Springer, genau. Hier ist Baby Springer, der kostet 14.500. Musste halt, wie schon gesagt, relativ viel sammeln. 14.500 ist viel. Aber hier können wir einen Baby Springer holen. Hier hätten wir dann Garfield York. Garfield York würde 5.000 kosten, aber wie schon gesagt, nur für Drachenreiter exklusiv. Und genau, das ist ja gar nicht so schlecht. Wie schon gesagt, die beiden Kostüme noch, auch hier für Drachenreiter exklusiv steht dabei. Also da ist schon mal wieder ordentlich was dabei diese Season. Und was halt wahrscheinlich für die meisten richtig geil ist, ist, dass ihr Baby Springer kriegen könnt. Das ist halt übelst geil. Dann können wir jetzt kurz mal noch in die Belohnungen... Achso, nee. Wir wollen uns das Paket angucken. Season Geschenkpaket. Wir sehen schon, es gibt die Baby Springer Statue. Haben wir gerade schon gesehen. Hier haben wir erstmal Mamfausa für 0,45%. Ist auch nicht schlecht. Könnte man auch nehmen. Wäre geil, wenn man ziehen würden vielleicht. Dann haben wir Baby Springer Statue. Ist halt richtig, richtig lecker. 1,3% wäre wirklich sehr saftig, wenn wir die kriegen. Weil, ja, es wäre halt einfach geil, weil wir haben schon die andere Statue. Festival, ja, dann hier haben wir Flug, Prachtherz, auch ganz in Ordnung. Jubiläums-Unzahn ist auch noch hier mit dabei. Na, oh! Season-Währung und gleichzeitig das Kostüm. Oh, ich will. Also, alle drei Kostüme wären natürlich Jackpot für diese Season. Alle drei Kostüme plus Statue, Jackpot. Zwinkern ist dabei, Qualklaue ist dabei, Federhaut ist dabei, Silberphantom ist mit drin. Alles nicht schlecht. Statue von Haut drauf ist gut. Heldenhafter Higgs ist auch nochmal eine Statue, sieht auch ganz nice aus. Die anderen Statuen sind jetzt nie so und kennt man größtenteils schon. Okay. Also auf unserer Agenda wäre Jubiläums-Unzahn, Baby-Springer-Statue, dann wäre ich hier schon zufrieden bei dem. Dann die beiden Kostüme von hier, weil Kostüme immer toll sind. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir es überhaupt alles schaffen. Und dann haben wir natürlich noch das Paket, das kriegen wir auf jeden Fall. Und da haben wir halt eine 33% Chance. Da wäre es natürlich richtig eklig, wenn wir einen von den beiden kriegen, weil Festival ist jetzt nicht so die Höhe und Pracht jetzt ohne so, da wäre schon die Statue am geilsten. Weil, wie schon gesagt, wir haben Statue Nummer 1, haben wir schon hier und wenn es jetzt Springer-Statue gibt, dann wird es später noch Raffrenner-Statue geben und wenn wir davon alle drei haben, wäre natürlich richtig, richtig saftig. Das wäre geil. Aber gut, ohne langes dran rumgerede, was ich eigentlich jetzt schon seit 13 Minuten gemacht habe, holen wir uns jetzt erstmal den Pass hier für 32, let's go. Und da haben wir ihn. Außerdem habe ich gerade noch, kurz bevor ich es gestartet habe, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass wir jetzt ohne Zahn mitkriegen. Leute, wir kriegen ohne Zahn. Er ist im Briefkasten gelandet. Da haben wir Baby ohne Zahn. Ist das nicht wunderbar? Genau so wollen wir das. Wir haben Baby ohne Zahn hier drin. Und dann das von der Season-Währung. Das können wir auch gleich öffnen von der Season-Währung, weil das bringt uns nächste Season jetzt ohne so viel und wir brauchen ja eher diese Season viel, wenn wir so viel geilen Stuff drin haben. Und dann ist hier Baby ohne Zahn, Leute. Da ist er. Wir haben ihn einfach. Können jetzt das Ei öffnen. Ich meine, ist ein bisschen schade, dass er wirklich halt nur erhältlich ist durch den Kauf. Sammelt 21,4 Millionen, 15 Stunden lang ungefähr. Das ist ganz in Ordnung. Und ja, müssen wir mal gucken, ob wir den später nutzen oder nicht. Hier ist dieser Kollege. Wir stellen ihn einmal hierher. Können wir drauf drücken. Zoomen ran. Und können ihn einmal auf Level 3 füttern. Können ihn sogar ins Training. Leute, funktioniert der Platz jetzt endlich mal? Ui. Die Frage ist, ja, jetzt bestimmt nicht mehr, oder? Wollen wir wetten? Was? Es geht mal? Mensch. Boah, was habt denn ihr? Ihr habt mal was geschafft? Ey, geil. Endlich geht hier mal was. Meine Güte. So. Ja, let's go. Bisschen teuer, aber egal. So, das reicht erstmal.
und ins Training. Level 24 ist der Kollege schon. Er bleibt natürlich so klein. Sieht schon ganz sweetie aus, wie er hier so lang düst. Ja, es ist ganz sweetie. Auf jeden Fall. Haben jetzt noch 33 Season-Dinger fertig. Die können wir einmal alle einsammeln. Hier nochmal was Wöchentliches. Erhöhe Level. Genau, wunderbar. Haben wir sogar 34 Belohnungen. Und da klicken wir einfach mal hier auf den Knopf und gucken, was wir alles so bekommen. Wir kriegen 390 Runen, 1400 Eisen, 100 Odinsmarken, einen polierten Bernstein und 5500 Wikingerjubel. Let's go, eingepackt. Dann haben wir noch ein bisschen was im Briefkasten und zwar Markenpakete ohne Ende. Schnelle Aktion ist ja auch noch mit dabei, noch eine. Dann das Grubians Hortpaket, eine neue Statue, die können wir hier hinstellen. Eine zweite neue Statue, wenn wir noch eine kriegen würden, hätten wir vor allen Dingen schon die eine Aufgabe fertig, ne? Du kannst aber... Haben wir keinen Platz mehr dazwischen? Oh, doch da. Let's go. Genau. Und sonst halt jetzt Markenpakete, Markenpakete, Markenpakete. Das ist alles super, kann alles hier drinnen bleiben. Wunderbar. Gehen wir in den Season Pass rein. Belohnungen. Haben jetzt 6300 Season Währung. Wir könnten Bolzer und Flitzer kaufen. Klar, logisch. Wäre ein einzigartiger, wäre ganz cool. Vor allen Dingen sammelt er auch übelst gut Eisen. Wenn man es mal auf die Zeit hochrechnet. Wird halt nur übelst viel kosten. Und können schon Kostüm Nummer 1 holen. Let's go. Da haben wir einmal das Kostüm von Hakenzahn. Geheime Weltkostüm. Wunderbar. Hier haben wir auch noch ein Kostüm. Ja, müssen wir halt gucken. Wie schon gesagt, den hier würde ich gerne bekommen. Jubiläums-Unzahn wäre schön. Da müssen wir einfach mal gucken, ob wir das rankriegen. Wäre sehr, sehr schön. Und genau, Siesenmarkt haben wir jetzt noch was ganz Billiges. Na, 200 bis 4. Kriegen wir denn demnächst nochmal eins? Hier, bei 2800. Kriegen wir dann das, was wir noch bräuchten. Und dann sind wir schon wieder gut dabei. Na, das ist doch super. Vor allem habe ich schon gesehen auf dem Discord, der erste Kollege hat einfach schon die Springerstatue gezogen, was auf jeden Fall richtig geil ist. Wir werden uns erst diesen Geschenkpakete kaufen, sobald wir das Kostüm vom Tagschatten haben. Bolzer und Flitzer und Serenade würde ich jetzt nicht gehen, weil ich will, wie schon gesagt, lieber Springerstatue und Unzahnskostüm, als dass ich die beiden hole. Weil die kriegt man nur später mal so durch die Suche nochmal. Wie das bei den Statuen hier sonst ist oder bei dem Kostüm, schwierig später, denke ich mal. Deswegen machen wir das so. Dann können wir übermorgen oder morgen dann auch schon hier wieder ein Goldpaket öffnen. Ist die Frage, ob wir es machen oder ne? Müssen wir mal gucken. In 36 Minuten kommen neue Gegenstände. Aha, gut, schön. Ja, werden wir sehen. Dann würde ich sagen, wäre es an der Stelle auch mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ciao, ciao, Leute.